Leute, und damit herzlich willkommen zum Rückblick 2014 und meinen Plänen für 2015 und alles, was so passiert ist dieses Jahr. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach, wir gehen einfach alle Monate durch und gucken, was da passiert ist. Ich habe mir einige Notizen gemacht und ja, viel Spaß. Das erste Video dieses Jahr habe ich am 3. Januar hochgeladen. Mit dem Titel Blablabla, bla bla, ich bin wieder da, war es die Let's Play Minecraft Folge 7. Erstmal gucken wir mal, was wir in der letzten Folge überhaupt alles so gemacht haben. Ja, sehr viel auf jeden Fall. Hier ist ja noch. Achso, ja. In den nächsten Tagen kamen noch drei weitere Videos. Zwar nicht regelmäßig, aber es kamen welche. Doch am 24. Januar kam eine Nachricht von mir. 2 Wochen lang keine Videos. Und eigener Song? Ankündigen ist jetzt nicht so schlimm, dass die Qualität vom Bild so schlecht ist. Aber ich wollte einfach sagen, die nächsten 2 Wochen kommt kein Video. In der Zeit werde ich nämlich Videos aufnehmen, damit ich danach richtig durchstarten kann. Aus dem Song ist die Vegas geworden. Aber den Videos? Am 9. Februar ging es wieder los mit Videos mit dem Let's Play Minecraft Folge 9. Am 12. Februar habe ich dann noch ein weiteres Video hochgeladen, und zwar Clash of Clans Folge 1. Ja, damit bin ich auch offiziell Silber. Yay! Okay, also, hier, das wollte ich mal sagen, hier wird Magierturm gebaut. In den nächsten Tagen machte ich noch einige Clash of Clans Videos. Bis zum 23. Februar. Am 23. Februar habe ich die 400 Abos geknackt und habe mich einfach bedankt. Hallo! Und herzlichen Dank für 400 Abonnenten, ja? 400 Abonnenten habe ich mittlerweile und ich sage einfach nur danke, danke, danke. Das Video wird einfach ein bisschen kürzer. Oh, jetzt sind schon 4, boah, dank. Am nächsten Tag habe ich dann die YouTuber-Geschichte Kapitel 1 veröffentlicht. Es geht in der Geschichte um Simon, Dena und viele weitere. Kapitel 1. Simon hat überhaupt keine Lust auf den Minecraft-Unterricht. Er konnte einfach gar nichts. Daher rollte er einfach rund 100 Papierkügelchen aus den Papierblättern, die auf jedem Tisch in dem Minecraft-Klassenraum herumlagen. Diese schmiss er in Richtung Tim, der ganz eifrig die Minecraft-Blockliste in sein Heft schrieb. Er drehte sie um und zischte: Simon, es nervt! Daraufhin grinste Simon einfach nur und rollte eine weitere Papierkugel, schmiss sie zu Luca und bekam auch von diesem eine zischende Antwort. Nun bewerten. Aber eigentlich wollte ich auch noch weiter daran machen. Daraus ist leider nie was geworden. Im Februar kam fast jeden Tag ein neues Video. Das war damals wirklich sehr schwierig, einfach weil ich noch eine sehr schlechte PC hatte und das Internet war auch noch schlechter. Im März ging es wieder los mit täglichen Videos, so wie auch schon im Februar. Am 1. März kam direkt das Let's Play Clash of Clans Folge 9 und es ging auch so die nächsten Tage weiter. Am 3. März ging es weiter mit dem Special an Karneval. Und ich habe mich nochmal für 400 Abos bedankt. Also wir kommen hier zu einem Video. Hallo! Ich heiße Tom. Ja, er heißt Tom. Ja. Habt ihr gerade gehört? Und wir gehen zum Kölner Dom. Ist das nicht geil? Ich krieg einen Flaschenbrett. Da hinten ist er auch. Da ist er! Ja, dreh die Kamera um. Ja, machen wir. Wow, kann man ihn sehen? Ja, da kann man ihn sehen. Also wir sehen uns gleich in diesem Kölner Dom drin. Bis gleich, ciao. Jetzt sind wir vor dem Kölner Dom. Sind wir wieder etwas näher am Kölner Dom. Und ja, ein klein wenig aus einer, wenn wir die Treppe hochgerannt sind. Ja, wir sind schlau. Sorry. Und ich muss mal ein bisschen mehr nach links halten. Dann kommt noch irgendjemand rein. Ja, da, sehr schön ist, was immer noch am Kölner Dom gebaut. Wir sind gerade mit in der Schulklasse hier. In meiner Schulklasse und seiner Schulklasse, ja. Und mit unserer Schulklasse. Und mit ihrer Schulklasse. Wir haben gerade nur ein bisschen Zeit, wir wollten eigentlich noch was anderes machen.
am 7. März kam dann die erste Folge vom Let's PvP mit dem Titel Endlich PvP auf diesem Kanal. Hey Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge, zu einer neuen Folge. Und heute spielen wir Hide and Seek auf dem Hive MCs. In den nächsten Tagen kam täglich entweder Let's Play Minecraft, Let's Play PvP oder Let's Play Clash of Clans. Am 30. März kam ein Special-Video mit Trenty Penn, Schrägstrich, Lockerflottig und Tom. Man sah Tom schon im Karneval-Special und jetzt nochmal ein anderes Special. Und damit willkommen zu einem weiteren Video. Hier wieder Dreier-Gang. Yeah. Trenty Penn! Kanal-Link und Lockerflottig! Trenty Penn und Lockerflottig. Beide Links in der Beschreibung. Und hier der liebe Tom, der keinen Kanal hat. Aber in vielen Videos dabei ist. Yay! Und genau hier ein. Ja, ich glaube, diese Videos, die wir heute aufnehmen, werden ein bisschen bescheuert, aber. Oh, es ist Sommer. Fake! Genau, geil. Das fängt ja schon mal geil an. Scheiße, geil. Ich bin mir dann. Ja? Und wir starten noch direkt noch eine zweite. Und jetzt direkt mit dem Knie voll in die Hundescheiße, oder? Das wäre witzig. Ja. Man kann wirklich sagen, der März war sehr anstrengend für mich. Ich habe tägliche Videos gebracht, meistens Minecraft Let's Plays, aber auch noch andere Videos. So wie ich es schon im Februar gesagt habe, hatte ich damals noch keinen guten PC und das Internet war auch noch ein wenig schlechter als heute. Obwohl das Videomaterial aus dem März gar nicht so alt ist, ist es mir trotzdem schon ultra peinlich. Und trotzdem bin ich irgendwie stolz auf mich damals, weil ich es einfach geschafft habe, mit einem schlechten PC trotzdem täglich Videos zu bringen. Am 1. April kamen zwei Videos. Einmal 12 Arten von Schülern. Außerdem auch noch eine kleine April-Scherz. Dies ist kein Video. April, April! Ha, das war so lustig, so lustig. Dieses Video ist mir ultra peinlich einfach. Am 2. April geschah eine Tragödie. Das Ende von Clash of Clans. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge des Let's Play Clash of Clans. Aber nur von Staffel 1. Am 7. April wurde ein neues Projekt auf meinem Kanal geboren, nämlich Dota 2. Vom 11. bis zum 27. April legte ich eine Pause ein, bedingt von Ferien. Auch im April kamen einige Videos, so wie auch in den letzten beiden Monaten. Auch hier gilt wieder das Gleiche wie in den letzten beiden Monaten. Ich hatte einfach noch einen schlechten PC. Und das Internet war auch immer noch schlecht. Am 2. Mai startete die zweite Staffel von Let's Play Clash of Clans. Gleichzeitig trat ich dem Clan Rashcore bei. Im Mai bekam ich außerdem ein neues Logo, ein neues Banner und ein neues Intro vom lieben CuberX PvP. Vom 7. Mai bis zum 11. Mai war dann das Let's Play Suse am Start. Es ist ein Kurzprojekt in Minecraft, welches ein wenig mit Cheaten zu tun hatte. Mit dabei war der Steve258. We'll be right back.
am 13. Mai startete dann ein neues Projekt namens Let's Play Mutti. Es war ein Take It Light Projekt. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, offenbar mit vielen, ja genau, mit ganz vielen anderen Leuten. Leider sind die alle jetzt nicht in der ersten Folge dabei, konnten wir nicht alle zusammen auftreiben. Auf jeden Fall alle Links zu den Kanälen auch in der Beschreibung. Ich versuche mal möglichst mit jedem auch noch in der Konfi zu sein während dieser Zeit. Und natürlich immer Manfred dabei, denn wir sind im Team. Wir können uns zwar gegenseitig boxen, aber ja. Ja, dann hier haben wir auch direkt hier so einen Baum, aber ich bin der Einzige, der OP auf diesem Server hat, weil die anderen können 100 Blöcke weit im Moment noch nicht abbauen. E-Mail. Achso. Ja. Also deswegen werde ich einfach hier noch nichts abbauen. Ist natürlich scheiße. Hier sind nämlich schon Rubberbäume. Und Gummi. Übrigens, zu Gummi kann ich auch nur sagen, einer aus diesem Projekt heißt auch Gummi, also Gummi Games. Ja. Mutti endete leider schon nach der 12. Folge. Eigentlich waren mindestens 30 Folgen geplant. Den größten Teil von den 26 Videos im Mai machte das Let's Play Mutti und das Let's Play Suse aus mit zusammen 17 Videos. Vom 1. bis zum 27. Juni kamen keine Videos oder nur Vlogs, welche richtig beschissen waren. In den 3 Tagen vom 28. bis zum 30. Juni kamen insgesamt 9 Videos. Das heißt, jeden Tag kamen mindestens 3 Videos. Am 28. Juni war dann auch das offizielle Ende von Mutti. Vorher kamen halt keine Videos, einfach nur, und da wurde es einfach wirklich von mir gesagt. Mutti, das Projekt ist zu Ende. Zum Juli kann man sehr viel sagen, denn es kamen insgesamt 3 Videos. Das liegt daran, dass ab dem 4. Juli Sommerpause war. Ab morgen, also ab dem 7.7.2014, yeah, geiles Datum, sind bei mir hier in NRW Sommerferien und dann videofrei. Ja, in dieser Zeit, in den Sommerferien werden keine Videos hier auf diesem Kanal kommen. Ich werde aufnehmen, solange schlechtes Wetter ist. Am 4. August ging es wieder los mit Videos, denn die Sommerpause war vorbei. Im August gab es einige Probleme. So konnte ich am 6. August zum Beispiel kein Video hochladen, welches ich erst am 10. August wieder hochladen konnte. Herzlich willkommen zu einem kleinen traurigen Video. Und zwar kann ich scheinbar irgendwie gerade kein Video hochladen. Hier versuche ich halt gerade ein Clash of Clans Video hochzuladen. Aber wie man hier vielleicht sieht, dauert das über 3 Millionen Minuten. Ich habe das schon mal heute Morgen hochgeladen. Zumindest versucht. Das ging relativ schnell, bis das auf 100% hochgeladen war. Aber dann bei Bearbeiten habe ich 4 oder 5 Stunden lang gewartet, bis halt jetzt. Da war immer noch 0% bearbeitet. Und da habe ich einfach irgendwann auf Abbrechen geklickt, weil das lohnt sich nicht. Am 16. habe ich ein neues Aufnahmeprogramm ausprobiert, welches dann noch ein bisschen rumgespackt hat. Habe ich gerade vergessen. Die Minimap. Reis Minimap? Nein, keine Ahnung. Ja, die beiden würde ich gerne wieder reinmachen. Insgesamt gab es im August aber auch gerade mal 9 Videos. Am 12. September wechselte ich in der 36. Folge von Let's Play Clash of Clans den Clan. Mein neuer Clan hieß Clash to Champ. Am
am 16. September gab es dann ein Special, denn mein Kanal wurde ein Jahr alt. Am 22. September kam dann die erste Folge vom Let's Show auf einem eigenen Server, der nicht öffentlich zugänglich ist. Herzlich willkommen hier zu einem kleinen Video. Und wer sich fragt, was mache ich hier und was macht Bastal? Keine Ahnung, wo Bastal geht, aber da habe ich auch keinen Bock drauf. Jetzt gerade und Wir gucken uns einfach doch mal sein zweites Haus hier auf. Das ist einfach auch ein Kistenlager und hier geht's da oben. Ach ja, hier ist mein Gang hier, der da rausführt. Geil. Also ich weiß nicht, ob ich das geil finden kann, weil er einfach direkt in mein Haus rennen kann. Aber egal, ne? Aber auch im September gab es nicht sehr viele Videos. Im Oktober gab es gerade mal 4 Videos. Davon war der 4. und der 5. Oktober 2 Let's Build-Folgen wieder auf dem privaten Server. Außerdem gab es am 31. Oktober kein Halloween-Special. Im November gab es auch wiederum gerade mal 6 Videos. Am 15. November habe ich einen neuen PC angekündigt, welcher dann auch schon am 19. November ankam. Ab dem 29. November gab es wieder regelmäßige Videos und auch gab es an diesem Tag einen Bericht über den neuen PC. Ich wollte jetzt einfach mal euch so erzählen, ich habe einen neuen Computer und das habe ich auch in einem Ankündigungsvideo, in dem letzten Video würde ich mal sagen, war das angekündigt, dass ich dann komme. Ich habe den auch schon seit so ein paar Tagen ausprobiert und Minecraft läuft einfach viel flüssiger und ich bin einfach besser in PvP. Im Dezember ging es dann aber richtig los. Vom 1. bis zum 24. Dezember kam mein Adventskalender. Damit herzlich willkommen zum 1. Dezember meines Minecraft, Adventskalender, ja. Zu meinem Adventskalender und ich vertone das Ganze hier nach. Heute bin ich nämlich auf dem Timolia-Server beim Adventskalender. Da ist heute Jumpman, Jumpman, ich weiß nicht. Danach, am 13. Dezember, habe ich meinen ersten Stream auf Twitch gemacht. Ja, klappen. Hör auf! Geilo! Die können nicht mehr flüchten! Die können nicht mal gut flüchten, wenn wir die hier haben. Die meisten werfen eine Enderperle einfach da hoch, das mache ich auch immer. Ja, das mache ich auch. Ja, das stimmt. Aber es ist keine. Da ist ein Loch. Kuckuck. Ey, guck mal. Angel. Noch so viel umgebrannt. Alter. Sorry, das war nicht mit Absicht. Eine brennende Angel. Alter! Ich weiß, wie man die Angel, dass sie nicht kaputt geht. Ja, wenn du ihn noch nicht hittest, musst du sie wegziehen oder so. Alter, lass mal hochgehen. Man kann auch jemanden hitten. Nur man darf sie nicht mit Rechtsklick wegziehen. Ach so, Am 15. Dezember startete dann das Projekt Christmas Time zusammen mit dem lieben TheSnipe20. Damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Minecraft Christmas Time. Oh yeah. Oh, keine Spocken. Worum geht's in diesem Projekt?
Das ist ein schönes Weihnachtsgericht von uns beiden. So. War ein bisschen spät für so ein Weihnachtsprojekt, aber egal. Am 17. Dezember startete noch ein neues Projekt, und zwar Vaura Loser zusammen mit dem lieben Tom. Und Hallöchen Popöchen, willkommen zu der ersten Folge von unserem neuen Projekt. Ja. Mit dabei ist dieser Typ da. Hallo, ich bin der Easy Typ. Nein, ich bin der Tom Beste. Und wir, das ist jetzt unser neues Projekt, Aura PvP. Wir müssen uns noch einen Namen ausdenken. Ja, und wir laden das mal alle 3 Tage hoch. Heute, am Mittwoch, laden wir natürlich erst als erstes hoch. Dann am Samstag laden wir als erstes, oder? Das zweite, ja. Ja, am Samstag. Also immer jede 3 Tage. Das ein oder andere. Am 26. Dezember startete dann noch ein Projekt, und zwar Mein Dir ein. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Mein Dir ein. Ja, und heute sind wir auf dem gommehd.net Server und sehen hier ein neues Gebäude. Ich habe es gerade erst gesehen, deswegen habe ich mir gedacht, komm, machen wir als erste Folge dieses Dings. Und ja, ich habe mal auf gommehd.net nachgelesen, was The Lab ist. The Lab ist ein Projekt von den... Ich würde mal so sagen, der Dezember war eine der videoreichsten Zeiten in diesem Jahr, zusammen mit den Anfangsmonaten dieses Jahres. Kommen wir nun zu den Plänen für das Jahr 2015. Aber vorerst wollte ich euch allen ein frohes neues Jahr wünschen. Meine Pläne fürs 2015 sind auf jeden Fall, dass ich einfach weitere coole Projekte hoffentlich starte und viele, viele Videos machen kann, die euch gefallen. Es würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn mehr Leute mich feiern würden, aber natürlich, es reicht mir auch jetzt schon erstmal aus. So viele Pläne habe ich eigentlich noch gar nicht für 2015, obwohl es eigentlich direkt schon angefangen hat. Einige Pläne habe ich zum Beispiel aber schon. Zum Beispiel möchte ich gerne mein Texture Pack noch weitermachen und dann irgendwann veröffentlichen. Außerdem habe ich auch den Bau einer Map geplant. Soll eine kleine Minigame-Map werden, aber so genaue Ideen habe ich eigentlich noch gar nicht dazu. Und ich möchte auch nicht so viel schon verraten. Es ist nämlich noch einiges hin, bis das alles verwirklicht wird. Und jetzt wünsche ich euch einfach ein frohes, weiteres, neues Jahr.